Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch, ja, zu einem neuen Angezockt, diesmal Dorfromantik. Oh, da bin ich schon mega heiß drauf, ich hab das jetzt seit, glaube, fast einer Woche auf der Platte liegen, hab's mir im Steam runtergeladen, und wollte das Angezockt machen, und Angezockt heißt ja immer das erste Mal mit euch zusammen. Ja, und es war aber halt immer nicht die Zeit. Jetzt gucken wir mal rein, was wir hier finden. Ich bin so heiß drauf. Also das Grundprinzip weiß ich schon. Wir haben so sechseckige Platten, müssen die aneinander legen, wie bei Domino immer am besten was zusammenpasst. Und dann kriegt man auch neue Sachen freischalten. Klassischer Modus, Kreativmodus. Ja, fortsetzen können wir nicht, ich habe nichts. Erste Schritte. Ja, wir machen mal erste Schritte hier. Halte die Maustaste gedrückt, um Kamera zu bewegen. Okay. Oh nee, dann mache ich lieber hier. Ich mache lieber mit dem Controller. Warte mal, dann gehen wir mal noch raus hier. Controller soll ja auch unterstützt sein. Oh, ich mag das mit WASD nicht. Ich will bitte kein WASD. Oh, das müssen wir runterschrauben. Hoch. Können wir alles hochlassen, aber die Auflösung. Masterlautstärke, Musiklautstärke. Ist eigentlich so ganz okay. So. Hier haben wir noch das alles. Okay, Belohnung, neues Spiel. Klassischer Modus. Oh nein, dann machen wir Tutorial. Möchtest du Tutorial noch einmal starten? Ja. Oh, ich muss WASD nehmen oder was? Linke Maustaste gedrückt halten und Kamera. Ja, das haben wir. Q und E auf der Tastatur verwenden. Zum Drehen. Oh Gott. Mit dem Mausrad scrollen. Linke Maustaste. Als nächstes bekommen wir Wald. Dann machen wir mal so. So. Das hat nicht richtig gepasst. Neue Kästchen, an dem du Quests erfüllst. Sprechblasen. Aha. Um diese Quest zu erfüllen, musst du eine Gruppe um 6 zusätzliche Häuser erweitern. Indem du sie einfach und die Farbe der Karte anlegst. Okay.
Okay, haben wir es geschafft. Ach, das sind keine Steine, das sind Felder. Oh, naja, gut. Toll. Ich hätte gerne noch irgendwie was Grünes, was ich hier oben reinsetzen kann.
so machen wir das. Eine Mühle haben wir auf jeden Fall. Füge mindestens 9 Felder hinzu. Felder. Füge exakt 9 Felder hinzu. Schließe die Gruppe. Also hier müssen wir 9 Felder hinzufügen. Oh Gott. War 5. Okay, da soll man nichts machen. Bahn. Ein Fluss. Konzentrieren wir uns mal auf das hier oben. Eine Mühle freischalten. Okay, jetzt haben wir alles geschafft. Jetzt müssen wir selber loslegen. Wir brauchen 10 Bäume. Okay, dann machen wir das so. So. Erfüllt? Ja. Machen wir das mal dahin. Ach, jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet. Thank you.
Schön, wenn ich nicht so viel quatsche, Leute, aber es ist halt. Könnte man dann. Kriegen das da, dann können wir das dazwischen packen. Ist halt. Sehr herausfordernd, würde ich sagen. Wenn man kriegt hier wahllos die Sachen zugeschanzt. Und man muss die ja so platzieren, damit die halt vernünftig was ergeben. Aber halt auch zusammenpassen, dass man wieder neue Sachen freischalten kann. Macht aber auch echt wirklich Spaß. Ja, viele denken sich jetzt, ja, das ist ja so, ah, wieder so 0815 hier, packst du irgendwas zusammen und. Aber es ist wirklich. Also ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich finde es sehr entspannt. Und das macht Spaß hier. Die passenden Sachen zu finden. Dann, warte mal, dann machen wir das einfach mal. Erzählt ja nicht, aber machen wir halt wegen der Optik. Bumm. Da. Dann können wir das nämlich hier so. Haben wir das nämlich schon mal. Dann müssen wir halt gucken, dass wir hier um die Windmühle noch ein bisschen. Weil da unten kriege ich nämlich noch was. Können wir noch ein bisschen rumpacken. Hier haben wir noch Schienen. Und hier seht ihr das. Der zählt dann nämlich hier alles schön zusammen. Können wir hier schön zusammenpacken. Zack. Und da unten kommen auch gleich wieder Sachen. Ist noch was mit
Häuschen, so. Also 52 haben wir noch Felder. Okay. Ich glaube, wir machen das mal so. Ja, da haben wir nicht mehr Chancen hier noch oben großflächig was anzulegen. Jetzt haben wir ein Boot gekriegt, okay. Jetzt hier zum Beispiel können wir hier oben das nämlich anlegen. Da haben wir jetzt das Boot. Wir haben hier oben auch noch schön. So, und gucken, dass wir den Schienen kriegen. Oh, sieht doch gut aus. Einsammeln. So. Und ich versuche hier halt einen Kreis hinzukriegen. Und oben noch zwei Felder, da kriegen wir noch. Dann haben wir das erfüllt. Dann kriegen wir wieder neue dazu, aber wenn wir halt schlecht sind, dann bekommen wir nichts Neues dazu. Können wir nicht packen. Hier können wir ohne packen. Wald. Jetzt haben wir wieder Schienen. So. Lavendel. Oh. Ich brauche noch zwei Schienen. Ich kann hier keine Schienen mehr langpacken.
39 Häuser. Ich muss da oben mal hier. 36 plus plus 6. Ich soll nur 10 Felder hinten ansetzen. Ach du heilige Scheiße. Hier haben wir doch gleich wieder Häuser fertig. Jetzt haben wir das erfüllt. Noch eins. Plus 13. Oh, das man sieht, das ist gut. Kann man da ransetzen? Ist aber auch knifflig, ey. Aber irgendwie kriege ich hier gar keine. Kann ich gar nicht drehen. Jetzt wird langsam knappig, ja. Ich habe wieder ein Boot gekriegt.
jetzt wird es langsam eng. Man sollte sie ja so packen, damit sie wenigstens halbwegs zusammenpassen und Punkte geben. Weil es geht ja auch um Punkte. Man muss ja. Also umso mehr Flächen man mit zusammenpackt und hier so Sachen erfüllt, hier wie das jetzt mit dem Wald, umso mehr Punkte bekommt man. Und das ist halt für das Spiel wichtig, dass man halt viele Punkte bekommt. Oh, fuck. Also das ist eigentlich das eigentliche Prinzip, aber... Macht einfach so sau Spaß. Ich weiß, das verstehen immer nicht so viele, aber ich finde ganz oft diese kleinen Spiele, die eigentlich. Oh Scheiße, hier komme ich gar nicht. Doch, hier. Die jetzt eigentlich, wo viele mal sagen, die sind doch gar nicht so wild, das sind ja nur kleine. Aber gerade die. Finde ich, haben einen Charme. Und gerade die kosten dann meistens die meiste Zeit, wenn du sagst mal, oh, immer eben kurz spielen. Nur mal kurz. Und dann auf einmal, ach naja, ein paar Stunden wieder weg. Hier könnte man See rein. Machen wir mal hier zu. Besser aussieht. So. Ohne Häuser. Vier und hier brauche ich 26, aber ich kriege irgendwie keine Häuser mehr. Abgeschlossen. Da kommen Häuser. Man weiß halt nie, was als nächstes kommt. Oh Mist, das war's auch schon. Game over. 6140 Punkte. Wie lange spiele ich jetzt schon? 35 Minuten. Können wir jetzt hier See ranpacken oder das wird dann ein größerer Fluss. Hier haben wir den Schienen. Hier haben wir eine Hütte. Die setzen wir mal hier oben hin.
Moment, ich setz mal rein. Scheiße, wo setzen wir die hin? Im Prinzip, wie du das machst, ist sowieso falsch. Aber hier haben wir dann schon mal einen Angriffspunkt. Und die müssen halt so weiß leuchten. Ich zeige euch das gleich, wenn wir jetzt hier zum Beispiel, hier bei dem sieht man es nicht, aber ach, bei den Bäumen, hier, so. Und dann hat man dann das erweitert und so ist es auch bei den Häusern. Wir haben jetzt natürlich hier nichts, um die Häuser vernünftig zu erweitern. Hier 6, da 2. Aber wir kommen ja hier nicht voran. Also das wird nicht aufgehen. Aber hier seht ihr, weiß. Zack. Und dann kriegt man halt da nach und nach Sachen freigeschalten. Schöne Stadt draus machen. Hier haben wir schönen See. Können wir auch. So. Was ich sehr schön finde, der macht, klatscht nicht einfach nur so hin und dann hast du halt so ein Sechsecksee, sondern richtig mit Ufer macht er auch. Auch hier bei den Häusern und so. Das finde ich jetzt ganz schön. Ja, und hier plus 5. Das sagt er uns hier schon gleich an, wir brauchen hier plus 5. Also am besten an eine Stelle packen, wo du noch Häuser dazu packen kannst. Hier haben wir jetzt halt nicht offen. Das nehmen wir am besten hier. Und da wir hier schon welche hatten, haben wir das ja schon fast erledigt. Und zwar jetzt. Und Baum. Und kann man hier natürlich entweder nach dem Feld gehen oder nach Häusern. Ich gehe jetzt erstmal nach Häusern, dass ich hier großflächig ausweiten kann. So. Jetzt habe ich beide hier Felder und Häuser miteinander verbinden können. Jetzt haben wir auch Flieder gekriegt. Das war das, was wir in der letzten Runde freigeschalten haben. Also ihr erweitert praktisch euer Portfolio auch immer wieder. Also ihr fangt jetzt zwar wieder bei 0 an, aber wie gesagt, ihr habt ja jetzt Flieder dazu gekriegt. Ich finde, das Spiel hat einfach was. Es ist ein kleines Spiel. Wirklich ein. Ich muss auch gleich runter, wir wollen noch einkaufen fahren. Hier hat noch 1 Meter noch. Oh Mann, ey. Das ist wieder so ein Ding, wo du nicht von loskommst. Hat auch den einen von den deutschen Computerspielpreisen gewonnen. Genau wie Trubabrook, was ich euch vorhin ja auch schon mal vorgestellt hatte. Der Point-and-Click-Adventure. Also man sieht, aus Deutschland kommen auch echt tolle Sachen. Man muss nicht immer nach Ubisoft und was weiß ich wo gucken. Oh, ich muss aufhören, ich muss aufhören. Ich komme sonst davon nicht los. Es ist ein wirklich richtig schönes, kleines, ruhiges Spiel. Ja klar, man kann sich auch Action machen und kann dann sagen, hier, ich mache jetzt nach Punkten, High Life, gib ihm Kante. Aber so, einfach so gemütlich lang hin, finde ich das mega entspannt.
Mega entspannt, richtig schön gemacht. Die Geräusche sind sehr entspannt. Mit den Vögeln, die ab und zu rüberfliegen und so. Mit den Feldern, dass du, hier, wie gesagt, mit den Kanten vom Wasser, dass dann wirklich hier ein Fluss und wenn jetzt hier Häuser sind, dass hier wirklich eine Kante ist und nicht einfach nur ein Sechseck mit Wasser, ein Sechseck mit Feld. Dass das wirklich dann aussieht wie aus einem Guss. Und dann hier sieht man ja die Kanten von den Sechsecken ja schon gar nicht mehr. Na gut, hier, weil ich ein bisschen doof miteinander gemacht habe. Ja, aber hier zum Beispiel siehst du keine Übergänge. Ja, also man kann da richtig schön bauen, wenn man sich nicht so anstellt wie ich. Aber das soll es jetzt auch gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi. Seid euer Odin. Na, wo ist der Ausknopf?